Ich begrüße Sie zu einem kurzen Video, wo ich wieder mal eine Zuschauerfrage anschauen möchte. Hans Glück hat mir kürzlich geschrieben: Hallo, vielleicht könnten Sie mir zur Lösung folgender Aufgabe einen Hinweis geben. Drei Frauen und vier Männer können sich auf wie viele Arten auf Sitzreihe von 7 Plätzen hinsetzen? Hier sind zwei Beispiele. Es fragt er hier, wie der Lösungsansatz gehen könnte, und hat danach, ich habe ihm dann etwas geschrieben, und danach fragt er weiter, warum er da das nicht anders machen kann. Wollen wir das rasch anschauen. Nicht so mein Spezialgebiet, aber wir haben also da 7 Plätze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, das gibt dann 7 Plätze. Wir haben, sagen wir mal, 7 Personen, die sich da draufsetzen sollen. Und zwar die ersten 4 sind Männer und die letzten 3 sind dann Frauen. Nun mal annehmen, die können wir alle nummerieren und schauen mal, auf wie viele Arten die sich denn diese 7 Nummern da auf diese 7 Plätze platzieren können. Nachher wollen wir eben annehmen, dass die Männer unter sich ununterscheidbar sind. Wir wollen nur M und F quasi separat sehen. Aber wir wollen mal zuerst mal annehmen, alle sind unterscheidbar. Das ist dann egal, ob es Männer oder Frauen sind. Einfach 7 Personen, die individuell unterschiedlich sind. Jetzt kann die erste Person, also der erste Mann, hat ja 7 Plätze zur Verfügung. Also er kann sicher mal auf 7 Arten sich da hinsetzen. Wenn der da mal sitzt, wenn er zum Beispiel hier sitzt, wenn wir das mit einer Münze machen, da, wenn der hier sitzt, dann hat jetzt die zweite Person nicht mehr 7 Plätze zur Verfügung, sondern nur noch 6, weil ja einer schon besetzt ist. Ganz egal, wo der sitzt, der erste, es sind dann nur noch 6 Plätze übrig. Und unter diesen 6 Plätzen kann er wählen. Das heißt, zu jedem dieser 7 Positionen hat er 6 Plätze zur Verfügung. Wenn dann eine dritte Person kommt, hat die dritte Person dann zu jeder der 2 Positionen der ersten 2 noch 5 Plätze zur Verfügung. Sodass dann in dem Fall, wenn man das durchrechnet bis zum Schluss, 7 mal 6 mal 5 mal 4 und so weiter mögliche Sitzanordnungen denkbar sind. Also 7 mal 6 mal 5, das ist 7 Fakultät. 7 mal 6 mal 5 und so weiter. Jetzt ist es aber in dem Fall so, dass die Männer und die Frauen nur unterschieden werden sollen. Das heißt, wir wollen nur schauen, wie viele orange und grüne Plätze werden jetzt hier besetzt. Wir wollen nicht wissen, ob es 3 und 4 so sitzen oder ob 4 und 3 so sitzen. Das ist das Gleiche. Deshalb müssen wir jetzt im zweiten Teil dann unterscheiden oder schauen, von diesen vielen, vielen Varianten, die wir da haben, wie viel davon sind nicht unterscheidbar, weil wir nur Männer und Frauen unterscheiden wollen. Jetzt nehmen wir mal an, die Männer haben sich da gesetzt. Sagen wir mal zum Beispiel so: 1, 2, 3, 4. Das ist mal eines von diesen 7 Fakultätenmöglichkeiten. Jetzt kann ich aber hier in diesen 4 Plätzen kann ich die Männer noch vertauschen, weil das kommt das Gleiche heraus. Die Männer sollen also nur als Mann erkennbar sein, nicht noch als Individuum. Deshalb kommt die nächste Frage jetzt: Auf wie viele Arten kann ich diese 4 Männer noch umplatzieren auf diesen 4 gewählten Sitzen? Und das ist dann wiederum so, dass ich die 4 Nummern hier auf die 4 Plätze verteilen kann. Der erste hat 4 Plätze zur Verfügung, der zweite hat noch 3 Plätze dann zur Verfügung, der dritte dann noch die übrigen 2 und der vierte hat dann gar nichts mehr, was er wählen kann. Das heißt, von diesen 7 Fakultätenplätzen, die wir eigentlich haben, sind danach 4 Fakultät, also 4 mal 3 mal 2 mal 1, von den Männern her, wegen der Ununterscheidbarkeit der Männer, reduziert, also sind weniger. Und die übrig bleibenden Plätze, 5, 6 und 7 zum Beispiel, wo die Frauen drauf sitzen, kann man aus dem genau gleichen Grund ebenfalls vertauschen. Die 3 Frauen, 5, 6 und 7, können jetzt entweder so sitzen oder 5, 6, 7 oder 7, 5, 6. Also auch da hat die erste Frau 3 Plätze, die zweite Frau hat 2 Plätze, die dritte Frau hat einen Platz. Deshalb haben wir auch da bei den Frauen nochmals 3 Fakultät weniger. Und das Resultat hier nennt man auch 7 über 4 oder 7 über 3. Es kommt das Gleiche heraus. 7 über 3, so geschrieben.
das gleiche wie 7 über 4. So ist es definiert. Das ist einfach die Anzahl Möglichkeiten, 4 Plätze aus 7 Plätzen auszuwählen. So wird das normalerweise gesagt. Ich habe 7 Plätze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und die Anzahl Möglichkeiten, 4 Plätze aus 7 Plätzen auszuwählen, ist so. Beziehungsweise so. Das müssen Sie sich auswendig merken, dieser Satz. Die Anzahl Möglichkeiten, 4 aus 7 auszuwählen, ist 7 über 4. Und die übrigen drei sind dann halt die, wo die Frauen drauf sitzen. Und wenn sie jetzt 7 über 3 machen, kommt ja genau das gleiche raus, nur dass sie hier das 3 und das 4 vertauschen unten. Das spielt bei der Multiplikation ja keine Rolle. So, ich hoffe, das hat geholfen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe mal ein 12-Minuten-Video gemacht über diese Sache, bin aber nicht mehr ganz sicher. Aber für Ihre Frage könnte ich mir vorstellen, dass es ein bisschen geholfen hat.